Guten Tag und willkommen zurück zu Super Mario Maker 2 Story. Wir haben noch ein paar Aufträge zu erledigen. Das Schloss ist zwar schon fertig, aber wir haben, wie gesagt, noch ein paar Aufträge. Hier seht ihr sie. Es geht rauf bis zu Level 91 anscheinend. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch bis zu Auftrag 100 geht, aber anscheinend gibt es nur noch bis zu 91, so wie ich das jetzt hier sehe. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall zocken wir erstmal los und schauen, was es dann alles so bringt. Ritt auf der Kanonenkugel. Ich habe die Luftgaleere meiner Träume gebaut. Möchtest du bei der Jungfernfahrt, dabei sein? Denk aber dran, beim Zieleinlauf freundlich zu lächeln. Okay. Das Vorlesen habe ich zwar jetzt ein bisschen verkackt, aber hört sich interessant an. Mal schauen, was das hier so... Ups. Mal schauen, was es hier so bringt. Ich musste gerade noch was einstellen, sonst hört man das hier doppelt. So, jetzt nochmal. Ja, ich darf das hier nicht so laut haben, sonst hört man das doppelt, den Sound von der Switch. Und das will logischerweise niemand. Weder ihr wollt das hören, noch ich will das hinterher in der Aufnahme hören. Aus erstem Grund. Oh shit. Was gibt's hier unten? Ein Powerblock. Okay, für die Mancha oder was? Ja gut, anscheinend für einen Monty. Ja, kleiner Bonus. Okay. Da kann man dann easy den Monty beseitigen. Ich dachte nur halt, dass es wie jetzt hier an dieser Stelle halt Mancha gibt, auf die man tatsächlich aus Versehen oder drauflaufen kann, von dem man tatsächlich getroffen werden kann halt. Aber nö. Ich hätte doch nicht die 30er-Coin holen. Ich bin doch nicht bescheuert. Nee, du. Lass mal. Holy shit. Hä? Okay, ich habe, glaube ich, zu spät gedrückt. Ich meine, es wird mir gerade angezeigt, mein Controller geht leer, aber ich denke nicht, dass es daran lag. Ich denke, dass ich einfach zu spät gedrückt habe. RIP. Naja, was soll's. Auf jeden Fall bisher ein echt nices Airship. Was zum Teufel war das? Oh Mann, ey. Ja, okay. Ich wollte es versuchen, weil ich dachte, man könnte das Ding echt gut mit einem Walljump holen, aber nö. Ich denke, man muss da auf diese Kanonenkugel drauf springen. Ja, aber ich stelle mich gerade zu blöd an. Ich weiß nicht, was ich da versuche. So. Holy shit, okay. Nice. Also, keine Ahnung, was da gerade los war. Da habe ich meinen Kopf einfach komplett ausgestellt. Ja. Wir sind aber durch. Alles klar. Und was ich mich halt jetzt frage, wir haben noch so viele Aufträge vor uns. Wofür braucht man hinterher die Coins? Ich meine, man muss die ja für irgendwas brauchen, sonst wäre das ja Quatsch, so viele Aufträge zu machen. Oder so viele Coins dafür zu vergeben. Viele Aufträge, okay, aber dann so viele Coins. Ach, ich kann das einfach so aufmachen. Ja, okay, dann waren wir ja wahrscheinlich schon mal. Ich wollte jetzt nochmal schauen.
Weil ich eben... Ja, okay. Also haben wir es doch noch nicht gemacht. Ich war mir so sicher, dass wir hier schon waren. Vielleicht waren wir auch schon, aber ich war dumm und bin da irgendwie nur zweimal oder so gegen gesprungen. Und dachte, das können wir erst hinterher machen. Aber jetzt haben wir es. Okay, okay, was hast du für uns? Speicherbot. Piep, boop, piep. System wird neu gestartet. Neustart abgeschlossen. Barterkennung läuft. Bart erkannt. Du bist Mario, korrekt? Wir sagen einfach mal ja. Anmeldung bestätigt. Ich bin ein Roboter, der Videos abspielt. Welches Video möchtest du ansehen? Ah, okay. Okay, da können wir dann die Videos nochmal neu abspielen. Ich denke, dazu werde ich dann am Ende der Story nochmal zurückkommen. Aber jetzt machen wir erstmal mit den Aufträgen weiter. So. Aufträge. Windiger Wolkenausflug. Boah, was ist denn heute los? Noch ein paar Hüpfer-Piranha als Wachen. Perfekt. Wer hat Zeit, um diesen Level auszuprobieren? Nicht vergessen, in einem Wirbelwind kann man mit Hilfe von B besonders hoch springen. Vom Himmelsverwalter. Dann zeig ihn mal, wo der Hammer hängt. Lakitu? Himmelsverwalter Lakitu? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Alles klar. Okay, das wird was. Ich hätte vielleicht spinnen sollen. Naja. Aber kriegt man auch so gut hin. So. Alles klar. Die 10er-Coin haben wir. Die war aber auch easy. Und ich mag die Musik. Ich finde die Super Mario World Musik sowieso mega geil. Super Mario World hat mich generell schon immer ziemlich... Ach komm, geh da jetzt rauf. Hat mich sowieso schon immer ziemlich begeistert, aber ich hatte halt nie eine SNES. Ich bin mit dem... damals mit dem Nintendo DS eingestiegen. Hab mir dann hinterher, was ziemlich dämlich war, weil das war halt... naja, halt nicht wirklich nötig, die Konsole, den Nintendo DSi geholt. Aber war trotzdem witzig. Ich meine, der war leichter, konnte halt Fotos schießen und der hatte Flipnote Studio. Konnte man ein paar witzige Sachen mitmachen. Der hatte auch dieses diese Audio-App, mit der man das aufzeichnen und dann irgendwie so bearbeiten konnte. War ganz witzig, mit den Dingern rumzuspielen, vor allem halt als Kiddie, wenn man generell noch etwas kreativer war als so als Jugendlicher oder halt als Erwachsener, weil irgendwann geht halt so ein bisschen die Kreativität flöten. Ich erzähl gleich weiter. Donut-Wettessen. Mein neuer Bau ist perfekt geworden. So viele Donutblöcke. Nur ist es wohl etwas schwer, mich zu besuchen. Könnte mal jemand ausprobieren, durch die ganzen Donutblöcke bis ganz nach unten zu kommen? Vom fiesen Maulwurf. Alles klar. Ja. Es war auf jeden Fall ganz witzig, damit rumzuspielen und so weiter. Aber man muss echt sagen, der Nintendo DSi war ziemlich unnötig. War ein ziemlich unnötiges Gerät. Weil es war halt nur ein DS mit weiteren Funktionen quasi. Oder mit Apps. Also er hat keine krassere Leistung oder so geboten, denke ich jetzt einfach mal, weil man hat ja auch die genau dieselben Spiele
da reingeschoben, um die dann zu zocken. Ja, jetzt muss ich mich hier ein bisschen konzentrieren. Hau ab. Okay, nice. Am besten nur immer einen wegmachen. Vor allem auch wegen den, wegen Maulwürfen. Ja. Ist Wald relativ unnötig. Die Konsole. Aber es war halt, wie gesagt, trotzdem witzig, da mit den Funktionen rumzuspielen. Und hinterher habe ich dann die Wii bekommen. Also da war nie irgendwas mit Super Mario World. Hatte ich halt nie die Möglichkeit zu spielen. Heutzutage sieht es natürlich anders aus. Gerade mit den zahlreichen Emulatoren, die es da gibt, kann man sich einfach mal eben runterladen und dann zocken. Ich hätte theoretisch jetzt einen SNES tatsächlich, habe ich mittlerweile. Einfach nur, weil es cool ist, den zu haben. Den hat mir mein Vater, hat mir den geschenkt. Weil es wurde irgendwie bei seinem Chef irgendwie ausgemistet und da sollten dann halt auch insgesamt 2 Super Nintendos weg. Und mein Vater hat richtigerweise gesagt, nein, die nehme ich mit. Die nehme ich mir da aus dem Schrott raus. Echt nice. Aber wer wirft denn bitte 2 Super Nintendos weg? Ich meine, ich glaube, die eine Konsole war defekt und die andere ging gerade noch so oder die ging halt, man konnte mit der spielen, keine Ahnung. Aber trotzdem, auch wenn die defekt ist, würde ich doch versuchen, die zu reparieren. Weil man muss sich mal überlegen, wie oft es diese Konsole noch gibt. Ja, die stachelige Gefahr. Stachelfische warten nur darauf, dich mit Haut und Haar zu verschlingen. Faszinierend, oder? Deshalb habe ich ganz viele davon in mein Level gesteckt. Wenn hier jemand ins Ziel kommt, gibt es eine saftige Belohnung. Hobbytaucher. Alles klar. Ja, ich denke zwar nicht, dass ich das so original zocken würde. Auf dem Super Nintendo. Ich würde mir dafür dann trotzdem einen Emulator runterladen. Aber ich denke auch, dass ich mir das Spiel sogar kaufen würde. Einfach nur, weil es geil ist, sich das in den Schrank zu stellen. Ich denke, das habe ich noch vor. Ich habe zum Beispiel auch für mein NES habe ich auch von einem Kumpel geschenkt bekommen. Mega nice. Nochmal danke dafür, falls du zuschaust, falls das hier irgendwann siehst. Sehr geile Aktion. Dafür habe ich mir auch Tetris geholt. Und von ihm habe ich Super Mario Bros. Dazu bekommen. Also, echt geile Aktion. Nochmal vielen, vielen Dank. War echt ein mega nices Geschenk. Hab mich sehr gefreut damals. Ich denke, das hat man auch gemerkt. Und jetzt fehlt mir halt nur noch der GameCube. Ich glaube, der GameCube fehlt mir jetzt nur noch. Und ja, der N64. Damit sind wir durch. Nice. Die ich mir, denke ich, auch noch holen werde. Ich hab die hier in so einem Regal angeordnet. Stehen alle nebeneinander. Vom NES bis zu Wii U. Gut, die beiden Handheld-Konsolen, die stehen in einem anderen Schränkchen.
Ist auch nicht so schön aufgemacht wie jetzt die Heimkonsolen. Aber ja, die Heimkonsolen stehen auf jeden Fall alle nebeneinander. Und es wäre cool, dann hinterher von NES bis Wii U die komplett da stehen zu haben. Die feurige Ein-Ausschau. Es ist Zeit, dass unser Kandidat uns zeigt, was er kann. Wird er in der Feuerklauenkutsche lang genug Y gedrückt halten, um die Ein-Ausschalter rechtzeitig umzuschalten? Die Antwort erfahren Sie gleich nach der Werbung. Von der Ansagerstimme. Mir fällt übrigens gerade ein, ich glaube, ich habe hier bei der Vorschau keine 60 FPS aktiviert. Ja, deswegen fühlt sich das so komisch an gerade. Ich meine, das fühlt sich zwar auch ein bisschen weird an, wenn ich das einfach so habe, in 60 FPS. Fühlt sich ein bisschen ruckeliger an, als wenn ich das direkt da auf dem Fernseher spiele. Anstatt in der App. Aber ich meine, das geht auch klar. Das geht voll fit. Oh, holy fuck. Holy shit. Also ich glaube, es ist besser, die direkt hier wegzumachen. Die Typen. Weil sonst killen die mich echt hinterher noch. Okay, gib mal das Dingen. So, wir wechseln hier mal und perfekt eingelocht da. Nice. So, aufmachen. Ich habe mir zwar unter Feurige einen Ausschalter, Show oder was auch immer, wie das hieß, keine Ahnung, habe ich mir zwar was anderes vorgestellt. Aber es ist auch cool. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Und gerade wird echt angezogen. Von der Schnelligkeit. Aber gar kein Problem. Ah, okay. Ich dachte, es scrollt jetzt einfach immer weiter. Und ich werde dann da eingequetscht. Aber nein. Ist zum Glück stehen geblieben. Aber ich denke, ich hätte es auch nochmal geschafft, das Ding zu aktivieren, damit ich weiter kann. Naja. Ich denke, wir schaffen noch eine Aufgabe. Dann schauen wir mal. Schnell, schneller Schlangenblock. Was gibt es Schöneres als Schlangenblöcke? Ganz einfach, schnelle Schlangenblöcke. Wer sie für mich austestet, dem winkt ein großzügiger Lohn. Schlangenblock, Freundin. Alles klar. Viel Erfolg. Danke. Na, sick. Freut mich. Weil, wie ich ja schon mal in einem anderen Part gesagt habe, Schlangenblöcke, die finde ich auch sehr geil. Da muss man halt immer sich mitbewegen mit dem Schlangenblock und kann nicht viel Zeit verlieren. Ähnlich wie beim Scrolling. Nur mit dem Unterschied, dass man beim Scrolling eben festen Boden unter den Füßen hat. Das ist hier beim Schlangenblock nicht so. Beim Scrolling muss man einfach nur darauf aufpassen, dass man nicht zerquetscht wird. Und hier beim Schlangenblock muss man aufpassen, dass einem der Boden unter den Füßen nicht weggezogen wird. Ja, nice. Richtig geil. Oh, okay. Ja, cool. Gefällt mir der Level.
Bis jetzt. Okay. Oh. Ups. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber was soll's. Ein Hit ist jetzt nicht so schlimm. Okay, der wäre dann nochmal hochgemoved. Alles klar. Ebenfalls nicht so schlimm. Wir haben es geschafft. Und dann geht's im nächsten Part mit Level 65 weiter. Ich denke, ich werde dann pro Part immer 5 Level machen. Oder im nächsten Part dann nochmal 5 Level und dann immer 10 oder irgendwie so. Ich weiß es noch nicht. Ich muss echt mal schauen, wie lang die Level werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder rein und lasst einen Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal und ciao.